Hallo und herzlich willkommen an der Hochschule Schmalkalden im Labor Forschung und Strukturmechanik bei der Frau Professor Rasbach. Mein Name ist Sebastian Wey, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und das ist mein Kollege. Mein Name ist Martin Zimmermann, auch ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und darf Sie heute wieder mitnehmen in einen weiteren Prototypen hier anhand dieses Labors mal umgesetzt. Auch hier sieht man, wir erinnern uns vielleicht vorhin an das hier gezeigte Modell einer solchen 3D geformten Struktur aus Lakenhölzern, also einzelnen Furnieren, die in Summe ein Lakenholz bilden, mit einer Funktionsintegration, also einer solchen Matte, die eine Heizfunktion realisiert. Und genau dieses Konzept ist hier mal praktisch umgesetzt worden. Das heißt, sehr viele Flächen in diesem Raum sind beheizbar, zum Beispiel der Tisch, als auch die Wandtüren im Prinzip von den gebenden Schränken auf dieser Seite, als auch da drüben. Es ist beheizbar die Haustür, also die Bürotür auf der Innenseite. Es sind verschiedene Bereiche des Fußbodens, hier unten die hellen Bereiche beheizbar und auch einzeln ansteuerbar. Es sind natürlich auch die eigentlichen Tische auf Unter- und Oberseite sind beheizbar. Und das Konzept hier angestammt, dass man ein Niedertemperaturstrahlungsheizsystem umsetzt. Das heißt also auch bei verhältnismäßig geringen Lufttemperaturen ermöglicht, dass man sich wohlfühlt, weil eben eine entsprechende Strahlungstemperatur zur thermischen Behaglichkeit beiträgt und demzufolge man hier sehr auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut arbeiten kann. Dazu sind die einzelnen Arbeitsplätze und die umgebenden Flächen direkt ansteuerbar. Also je Arbeitsplatz, auch wenn nur einer arbeiten würde, wäre das durchaus möglich. Oder eben der Besprechungsbereich ist ein einzelnes Szenario. Das ist ebenso einzeln ansteuerbar und auch nur betreibbar, sodass man eben auch energetisch betrachtet nur die Flächen beheizt, die man wirklich braucht und so entsprechend effizient arbeiten kann und die Kosten auch niedrig hält. Ne? Anwendbar praktisch in jedem Raum und hier auch mal im Prinzip im Rahmen eines Forschungsprojektes umgesetzt. Um das Ganze natürlich noch mal etwas genauer darzustellen, haben wir eine Thermografiekamera. Ich würde es gerne erstmal am Beispiel von Herrn Zimmermann darstellen, dass quasi der rote Bereich, welcher sich jetzt hier im Bereich von 37 Grad circa befindet, normale Körpertemperatur, bei Herrn Zimmermann quasi im Gesicht gut ersichtlich ist. Und im Hintergrund sehen wir dann dementsprechend auch wiederum rote Bereiche, natürlich etwas heller als Herr Zimmermann sein Gesicht. Und das sind sozusagen die Heizflächen in der Schrankwand. Oder in den Schranktüren, um genau zu sein. Diese sind ca. um 30 Grad, 25 bis 30 Grad eingestellt. Das erkennt man dann dementsprechend auch an dem Tisch. Hier sieht man natürlich einmal das Bauteil, was sich hier oben drauf befindet, was jetzt immer eben angesprochen hat. Und in dem Tisch auch zwei hier horizontal integrierte Heizflächen sozusagen. Also der Tisch ist nicht über die gesamte Fläche beheizbar, sondern eben in den Teilbereichen, wo man dann auch mit den Armen aufliegt und so. Und hier auch nochmal die Tür, die auch deutlich rot ist. Die hat jetzt zum Beispiel eine Temperatur auch um die 35 Grad. Ja, um die an sich einzeln ansteuerbaren Szenarien nochmal genauer zu betrachten, schauen wir uns das mal am Rechner an. Das ist also direkt steuerbar, hier in unserem Büro im Prinzip anwählbar. Hier sieht man mal schematisch den Raum dargestellt, in verschiedene Heizflächen eingeteilt, die entsprechend ansteuerbar sind. Und jetzt ist es möglich, eben je nachdem, was man gerade möchte, im Moment läuft der gesamte Raum, ein Szenario umzustellen. Das heißt zum Beispiel, hier stellen wir jetzt mal von dem Komplettraum nur auf das Szenario Arbeitsplatz 1 um. Und man sieht, dass eben jetzt hier der rechte Arbeitsplatz, also nur die Tischfläche oben und unten jeweils hier dargestellt, beheizt werden und die umgebenden Wandoberflächen, sodass die Person, die jetzt hier an diesem Arbeitsplatz arbeiten würde, auch das praktisch eine erhöhte Strahlungstemperatur abbekäme und demzufolge sich auch bei niedrigen Lufttemperaturen, wie schon angesprochen, sehr wohl fühlen würde. Und außerdem entsprechend eben energetisch effizient verfahren.